Und schön, dass ihr am Start seid aus Köln. Ich bin völlig fertig, das macht nichts. Ich habe kaum gepennt. Aber wir machen trotzdem Folgendes. Wir fahren jetzt zu Max. Max hat es gewagt, einen eigenen Dönerspieß zu produzieren. Er hat mich sogar angerufen vor, mir nochmal ein paar Tipps abgeholt. Ihr werdet es kaum glauben. Aber ich habe schon einige Dönerspieße selber konzipiert. Das dazu. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben. Also den Spieß, den wir gleich testen. Da konnte ich zumindest ein ganz klein wenig mitwirken. Wie dem auch sei, wir fahren zu Max, testen den Spieß. Und ja, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich weiß noch gar nicht, wie das abläuft. Wir wollen uns gleich erst besprechen, wie wir das machen. Auf seinem Kanal wird auch was rauskommen. Ihr seht gleich, worum es gehen wird. Ich bin jetzt hier bei den Jungs. Moin Max erstmal, grüß dich. Ja, alles gut. Moin Eric. Moin an die anderen Jungs auch noch. Das ist der Praktikant hier. Den lassen wir heute in Ruhe. Also keine Holle-Sprüche heute wieder. Geil. Hast du schon mal? Ja, hast du schon mal? Hier haben wir schon unseren guten Spieß. Guck mal, den haben wir gerade aufgesteckt, frisch aufgesteckt. Ja. Kalb und Rind. Ja. Hier drin, 70-30. 70 Kalb, ja. 30 Rind. Interessant. Wir drehen den gerade mal an. Ja. Und jetzt bringen wir den in Form, sodass wir dann quasi mit. Machen wir uns irgendwie einen schönen Döner-Teller draus. Ja. Wenn er richtig schön in Form ist, erst dann darfst du. Und guck mal hier. Ja. Schon die Brot, oh, machst du sogar Brot selber? Krass. Oh, geil. Aber eine Frage direkt, Max. Wie kamst du auf 70 Kalb und 30 Rind, diesen Mix? 100% Rind, hat Pferd uns gesagt, könnte schwer werden mit so einem Gasgrill. Ja. Alles, was nicht Holzkohle ist. Mhm. Wir wollen quasi vom Kalb das Zarte, das Saftige, das Weiche und vom Rind das, was so ein bisschen diesen kernigen Rindergeschmack rausbringt. Okay, hast du extra Pferd nochmal angerufen? Hast gedacht, na lass klar, Holle, ich lass nichts anderes. Lass Holle mal labern, nur kurz, aber Pferd muss nochmal gefragt werden. Nein, ich lasse nichts anderes. Aber du hast ja wirklich gute Tipps gegeben. Das freut mich, das freut mich. Ja, cool, dann gucken wir mal, wir besprechen uns jetzt hier mal, wie es überhaupt weitergeht. Aber das ist geil, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich bin echt gespannt. Darf ich direkt was zufügen? Ich sag euch so Inside-Informationen, ich habe inzwischen jetzt viele Spieße selber gesteckt auch. Ne? Was heißt gesteckt? Mir anfertigen lassen. So einfach mal und mitgewirkt, so um zu gucken, weil mich das so interessiert hat. Und das war ultra schwer. Der ist jetzt noch frisch, ne? Ich habe das Ganze tatsächlich so gefroren dann bekommen. Das ist alles andere als einfach. Man denkt, man kann so diesen Dönermann ersetzen, der das manchmal teilweise 20, 30 Jahre macht. Das, boah. Ja, sollte das nicht so gut funktionieren, wie wir hoffen, dann auch die Schneidemaschine. Okay. Ich hab's auch mit dem Messer versucht, ich bin gescheitert. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja. Ich werde nicht sagen, egal ob es jetzt noch gut oder schlecht schmeckt. Ihr seht jetzt gleich einmal, wie Max jetzt die Dönerbrote schon mal macht. Also er macht zum ersten Mal, aber das sieht nach Professionalität aus, Max. Ja, das liegt am T-Shirt. Das liegt am T-Shirt, ne? Die werden jetzt nochmal eingefettet oder mit Ei? Oder? Nee, die kommen jetzt quasi nochmal mit einem feuchten Tuch abgedeckt für 20 Minuten und dann gehen sie durch. Alles klar. Was ich nochmal sagen wollte, Max, was ich feiere halt, ne? Ja. Egal was ist, so wie ich auch deine Videos mitbekomme, du traust dich an alles ran, ne? Scheißegal, ob jetzt du denkst, das ist schwer oder nicht. Meistens, wenn man es macht, merkt man, wie einfach es eigentlich ist. Wie groß der Respekt ist, den man eigentlich gar nicht haben braucht. Guck mal, ich bin ja jetzt kein geborener Dönermann. Ich habe viele Rezepte angeschaut, ich habe meine Jungs, die mir helfen. Das ist natürlich auch viel Vorbereitung, ne? Ja, aber natürlich. Ohne Vorbereitung, keine Ahnung, schieß mich tot, wäre das hier nichts geworden. Aber so könnte es. Geht das noch, ne? Okay, ich bin gespannt. Musst du nicht Belly Belly machen? Ja, so ein Feini. So eine Maschine am Start. Hast du jemals Döner geschnitten mit der Maschine? Nein, das ist auch schwer. Also ich habe letztens schon Leute scheitern sehen. Ich finde es so semi. Ne? Kommt immer aufs Fleisch an, aber bei dem Fleisch wird es glaube ich schwer. Aber warum habt ihr nicht direkt vorm Braten das gerade geschnitten, so wie es normalerweise üblich ist? Ihr wolltet nichts verschwenden, wollt oder? Nicht so viel verschwenden. Nee, wir wollen nicht verschwenden. Weil normalerweise wird das dann ja gehackt und dann nochmal oben als Schicht oder so draufgegeben. Also das ist von der Größe her, passt das komplett rein, ja? Weißt du, was noch in deinem Maul passt? Weil du weißt, denk mal auch noch einmal. Aber wie gesagt, gibt noch keine Bewertung ab. Ich glaube, in dem Fall werde ich mit ein bisschen Salat nehmen und Soße. Ich glaube, das ist sonst zu eine Endgegner-Aufgabe, weil das mache ich ja eigentlich nur dieses nur Tomaten, Zwiebeln, nur bei den absolut Endgegner-Profi-Spießen so. Ja, und das machst du auch bei uns auch. Also für euch schon mal hier zum Dönerspieß. Wir werden die Bewertung bei mir auf dem Kanal machen, ganz normal, wie ihr es kennt. Ich weiß noch nicht, zu welchen Kriterien ich das bewerten werde. Die Zubereitung, wie das Ganze hier entstanden ist, bis dieser Dönerspieß da ist, wo ihr ihn gerade seht. Das sehen wir bei dir auf dem Kanal, die Einzelheiten, wie ihr das gemacht habt. Zubereitung, wie das Ganze funktioniert bei dir.
hier natürlich die Holle-Wertung, vor der ich ein bisschen Angst habe, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es bewerten soll, weil, boah, das ist ganz schwer. Sag dir ehrlich, wenn das Ding fertig ist und das kein geiler Döner ist, der besser ist als manch einer im Laden, bin ich unzufrieden. Ehrlich? Wirklich. Aber das, Alter, was wir an Arbeit reinstecken, die Soße on point, der Salat on point, der Fleischspieß, die Würzung, die Qualität, wir haben keinen Hack. Aber ich denke mir, so diese Expertise, die ein Dönermann mitbringt, die kannst du nicht mit dem Einmal. Deshalb würde ich dir deine Anforderung einfach nicht zu hoch stellen. Guck mal, ich habe ja selbst noch nie einen Döner gemacht, aber ich glaube, bei dem, was wir jetzt reingesteckt haben, an Recherche, an Arbeit, an Liebe, das wird ein guter Döner. Okay. Das glaube ich wirklich. Ich bin mehr als gespannt, ey. Ich bin mehr als gespannt. Guck mal, glaub mal, was ich bin. Ich hoffe nur, dass ich niemanden enttäusche. Oh, ihr hättet noch Sumach hättet ihr noch holen können. Ein Salat. Ah, habt ihr einen Salat gemacht, ihr seid Füchse. Wer weiß, Max bald im Dönerbusiness eigenen Dönerladen aufmachen. Ich glaube, das ist dein Job, ey. Ja, ich hoffe doch. Maxi macht jetzt Brötchen fertig. Oh. Das bemängeln die Leute oft in meinen Videos, wenn die Leute in der Küche ohne Handschuhe gibt immer richtig Shitstorm in den Kommentaren. Wenn wir es probiert haben, Löffel genommen, weggetan. Hast du dich bewusst für den Schwarzkümmel entschieden, nicht für Sesam, ne? Beides. Ach, beides. Hast du dahinter auch noch? Ja. Ah, okay. Habt ihr noch einen Toaster für die Brote danach oder kommt es direkt aus dem Ofen? Aus dem Ofen. Okay. Weißt du, was entspannt ist heute, Max? Ich kann mal einfach ein bisschen abchillen. Ich lasse dich einfach machen. Ich denke mir. Entspannt. Ja, ist so. Aber beim letzten Mal, als wir gedreht haben, hast du einen Taui in die Hand genommen. Heute habe ich auch fast einen Taui in die Hand genommen. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das Video schon draußen ist, wenn das hier vorkommt. Max ist mit in der Jury. Ne? Wir haben 1000 Euro, wenn uns das bessere Steak liefert, gemacht. Ich habe mir extra Max rangeholt, weil ich weiß, er ist Experte, was das angeht. Ja, und jetzt heute hast du, wie viel hat das gekostet? Insgesamt sind wir wahrscheinlich so bei 700. Boah, 700, ne? Ja. Boah, und jetzt stell dir echt vor, das schmeckt scheiße. Weil das kann ja sein, ja, ne? Klar. Kann ja sein, aber also ein teures Experiment, aber wir haben so viele Leute eingeladen, wir werden einen geilen Abend haben. Ja, so oder so. Safe. Deshalb, ich glaube, das kann auch einfach nicht so scheiße schmecken, dass es sich nicht lohnen wird. So nur ein bisschen Glutamat drüber und dann passt das. Genau, hab ich auch überall. Nein, ne? Nein. Gut. Der Hund ist so krass, Leute, der hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn der mein Bein leckt, ich habe das noch nie erlebt, aua, der zieht mir die Haare dabei raus. Er schafft es, mir die Haare dabei rauszuziehen, dass das richtig wehtut. Boah. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber das sind Special-Fähigkeiten. Einmal kurz zwei Tester. Ihr habt beide schon getestet. Was sagt ihr? So. Ja? Aber nur das Fleisch. Nur das Fleisch. Richtig Fleisch mit Gewürzen, mit alles? Massen, ja, okay, geil, Mann. Also der wird immer geiler von der Optik, Mann. Der wird immer gerader. Weißt du, warum Eric das macht? Mein Cutter. Man muss dazu sagen, die Jungs haben es nicht so gemacht, wie normalerweise wird ja außen alles abgeschnitten und dann, damit man es in Form bringt. Die wollen aber nichts verschwenden. Deshalb begradigen den Spieß jetzt. Finde ich natürlich edel. Sonst hätte man Hackfleisch draus gemacht obendrauf, aber die wollten ohne Hackfleisch. Ja, ein Chirurg ist das am Werk, du. Habt ihr extra Fett reingehauen noch? Nee. Wir haben quasi das Kalb ein bisschen fettiger, das, was wir bekommen hatten. Das Rind ein bisschen magerer, aber so hat sich das ausgewogen. Wir haben auch extra bei den Schichten darauf geachtet, dass es immer abwechselnd ist. Ah, okay, stark. Die Gefahr ist halt immer, Max, bei diesen selbstgemachten Spießen, dass man die Scheiben nicht dünn genug abschneidet. So. Ja. Wo die Leute halt sehr viel Erfahrung haben, das ganz dünn abschneiden. Dann kommt so dieses Pfannenfeeling manchmal auf beim Döner. Ich habe auch die Maschine gekauft. Jetzt kommt das Brot raus. Dicken Handschuhe, ja. Okay. Ich habe eine Idee. Wir sind wirklich sehr knusprig geworden. Wir machen nochmal ein feuchtes Fuß drauf. Fangst du mit an? Ja. Also erste Runde bei Max, Brot, wir haben noch eine zweite Runde, die erste. Muss da jetzt noch ein bisschen anpassen, haben wir ein feuchtes Tuch oder eher gesagt Max drüber gemacht. Die zweite wird noch ein bisschen mit heißem Dampf im Ofen gemacht, damit wir halt nicht ganz so kross von draußen sind. Ja, aber wir kriegen das hin. Wir haben das gut hinbekommen. Ja. Das steht auch wie eine Eins, ne? Das ist jetzt ein Probedöner, ne? Mit dem Testfleisch. Den werde ich natürlich noch nicht essen, ich werde das neue Brot kriegen. Mach nicht den Dönermann und spar an Fleisch jetzt. Nein. Hey, schneidest du noch was runter? Ja. Nochmal Kamerabonus hier jetzt. Die haben jetzt hier eine Maschine. Da habt ihr Sparvariante gefahren, kann ich auch verstehen, ne? Also die andere wäre deutlich teurer gewesen. Man darf aber nicht vergessen, das Ergebnis theoretisch könnte perfekt sein bei dem Spieß. Aber wenn der nicht richtig geschnitten wird, schmeckt es trotzdem nicht.
Sieht weich sogar so aus, als wäre es wirklich weich, fluffig. Das sieht wild aus. Schaut euch das mal an. Schönes Dönerfleisch. Eine Seite saftig, eine Seite knusprig. Wie schön fettig das auch ist, ne? Schön fettig, schwimmt richtig in dem Fett. Mhm. Und jetzt, just in time, schneiden wir den Döner auf. Ja. Was sagst du? Optisch, komm. Also optisch ist er heftig. Was mir eben schon aufgefallen ist, dieses schön ölige, dieses fettige, was ihr da drin seht, das ist krank. Du siehst 100% den Selfmade-Charakter. Vielleicht andere, sag ich mal, fleischdicker als jetzt beim normalen Döner. Aber rein, wenn ich den Döner jetzt so im Dönerladen kriege, Feierabend. Man wundert sich nicht, ne? Man würde nicht sagen, oh, da ist aber was anders, da ist was komisch. Der sieht einfach aus wie ein Döner aus dem Laden. Nö, und auch so dicke Fleischstücke habe ich auch schon bekommen und das war geil, ne? Ja. Lass einfach mal reinsnacken. Ich bin so aufgeregt, was du zu meinem Döner sagst. Geile Soße schon mal. Richtig Power, nicht an Power gegeizt, das ist auch gut. Ja, wie vorhin erwähnt, ich habe schon einige selber gemacht und das ist echt eine endliche Aufgabe. Zum Schluss ist immer das Wichtigste beim Döner, man kann immer rumphilosophieren, oh, Brot, 9 von 10, das 10 von 10 und. Zum Schluss zählt die Gesamtchemie, ne? Mhm. Und ob es schmeckt oder nicht, denke ich, wird jeder einstimmen. Gesamtchemie ist schon mal mega. Geil. Also es schmeckt wirklich gut. Ich muss mir jetzt reinsnacken, wie bei jedem anderen Döner, unten entscheidet nochmal überall, ich werde mich reinsnacken und dann werde ich nochmal ein professionelles Urteil geben. Olle, halte dich nicht zurück, ich will eine echte Bewertung, ich will wissen, wie schließt mein... Wie schließt mein Döner ab? Wie schließt mein Döner ab im Vergleich zu anderen, die du gegessen hast? Wie schneidet mein Döner ab? Nicht schließt. Schneide. Ja! Sehen Leute im Raum keine. Studiert! Ja, studiert. Dr. Öner. Dann lass dir schmecken. Ich sitze hier nicht im Nacken, such dir ein ruhiges Plätzchen, mach was du magst. Und dann sag mir, was du mir gibst. Okay, könnt ihr sonst einmal rausgehen, die jetzt hier drin sind? So, Max, mit meinen letzten Resten im Mund noch. Also erstmal hast du stark gemacht. Ich habe schon jetzt die ganze Zeit hier vorhin, ich konnte schon wieder nicht mehr denken, war abwesend, weil ich überlegt habe, wie bewerte ich das jetzt, ja, das Ganze. Ja, ich kenne das bei dir. Und bevor ich ihn gegessen habe, habe ich schon entschieden, ich werde es nicht nach Dönerkriterien wie im Dönerladen bewerten, weil das geht nicht. Du kriegst nicht das Selfmade-Feeling raus. Ja. Das geht nicht. Dieses, was du da hast, mit diesem, sag ich mal, wo du so diesen Pfannencharakter so ein bisschen hast, das kriegt man ganz, ganz schwer raus. Ja. Deshalb bewerte ich so, wie wenn man zu Hause einen Döner macht, wie wir ihn gegessen haben. Und da gebe ich dir 8 von 10 Punkten. Das war echt stark, es war einfach ultra lecker. Ich hätte auch noch mehr gegeben. Ich denke, ein ganz klein bisschen Luft nach oben wäre noch bei der Dicke vom Fleisch, was du nicht mal für kannst, weil du hast es ja so bestellt. Ja. Und dann noch vielleicht ein, zwei knusprige Stücke gewählt. So hättest du mir das so rausgepickst, dann wäre noch besser, aber starkes Ding. Aber das wäre der Kamerabonus, den kriegst du hier natürlich. Den krieg ich hier nicht. Ich habe auch eine Kamera hier. Was sagst du zum Brot? Das interessiert mich auch. Brot war übel stark. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob ich da vielleicht ein bisschen pervers denke, aber ich mag dieses Hefecharakter, den du da noch schmeckst. Das ist halt dieses Selfmade-Ding. Da sind 15 Gramm Hefe auf 8 Brote. Das ist richtig viel. Deshalb geht's 30 Gramm sogar. Dann geht's aber schneller halt, ne? Ja, genau. Und Soße war halt mega schön viel Power reingeballt. Also es hat auf jeden Fall nicht an Power gefehlt. Es war geil. Eine 8 von 10 von Rolle, dass ich das nochmal erlebe. Und das beim Döner. Das beim Döner, das wollte ich gerade sagen. Du hast, glaube ich, mehr Döner gegessen als jeder sonst. Danke dir, Rolle. Sehr gerne. Mach dein Video selbst fertig. Ja, Mann. Leute, danke fürs Zuschauen. Guck gerne bei Max auch mal rum auf dem Kanal. Wie gesagt, wir haben ein Video bei ihm oder überwiegend er, wo er halt diese Zubereitung und Fleischstärken und alles drauf hat. Gerne angucken und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.